Ich bin schon geimpft, also ich habe meine erste Impfung gehabt. Bis jetzt habe ich es noch nicht vor, weil ich sehe noch keinen Nachteil, also wo für mich kommt, weil ich nicht geimpft bin. Ja, ich habe mich auch schon angemeldet für die Impfung. Nein, ich habe es nicht nötig. Ich weiss nicht, falls ich mich impfe, was für eine Nebenwirkung das es hat. Ja, ich tue mich impfen lassen, weil ich einfach reisen gehen. Ich würde mich nicht gerne impfen lassen, zwar weil eben Nebenwirkungen ist ein Thema. Also die meisten Kolleginnen von mir und Kollegen, die haben sich auch schon angemeldet oder sind auch schon geimpft. Es geht eigentlich den meisten gleich. Wir wollen einfach auch wieder mal raus und einfach mal wieder Sachen draussen können machen, ohne immer eingeschränkt zu sein. Und das ist schon etwas, was ich vermisse. Ich bin da nicht hundertprozentig davon überzeugt, weil ich habe einfach Angst, dass es für junge Frauen einen Nachteil kann für die Zukunft geben kann, bei der Befruchtung, falls man eine Kinder haben will. Ehrlich gesagt, ist für mich nicht mal der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund, sondern ja, dass man halt wieder mal ein bisschen rauskommt. Und darum, also von meinem Kollegenkreis, haben sich die meisten impfen lassen. Meistens sagen sie ja, wenn wir impfen, dann, dann kann man in die Ferien gehen, ohne Quarantäne, oder müssen wir sich keine Maske anlegen oder was auch immer. Und bei mir ist es, ich gehe nicht jede Woche in die Ferien. Und falls ich muss, dann mache ich mir einen Test und dann schaue ich, dass ich das so kann. Aber ich würde jetzt gerade nicht sofort impfen.